Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge von The Universum oder zu The Universum. Worum geht's bei dem Spiel? Ihr schlüpft in die Rolle eines Gottes und müsst ja euer Volk, euer Steinzeitvolk durch die Epochen bis in die Moderne führen, so wie ihr es hier schon seht. Natürlich ist das noch nicht alles im Spiel integriert, aber die Zeit wird das sicherlich richten. So, ja, dann fangen wir an und wir sehen uns nach einem kleinen Cut wieder. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Das ist der Planet, der bei jedem, ja, bei jedem Start neu generiert wird. Am Anfang, ja, kommt es natürlich erstmal auf den Startplatz an. Zum einen solltet ihr einigermaßen Platz zum Bauen haben. Jetzt hier zum Beispiel. Andererseits braucht ihr natürlich auch Zugang zu einem möglichst großen Gewässer. Und was auch wichtig ist, ist Gebirge. Denn dort bekommt ihr dann Steine und Metalle her. Sowie natürlich auch Wald, freie Fläche. Auch Wüsten sind wichtig. Dazu sage ich dann aber später mehr. So, wo fangen wir denn an? Ja, wo fangen wir denn an? Ja. Wir werden hier anfangen. Da haben wir zumindest ein kleines Gewässer und Berge. Okay. Als erstes platziert ihr euer Stadtzentrum. Könnt euch natürlich aussuchen, wo es hinstellt. Und take a look at your new subjects. They're called nuggets, largely because of their body's apparent inability to keep itself in one piece. Adahi and Elu, the architects of their species. They are the founders of everything that nuggets will ever know or achieve. Ja, das sind dann noch die ersten beiden Nuggets, die ihr habt. Ja, legen wir uns als erstes bei der Forschung mal fest. Was sollten wir anfangen? Feuer, Beleuchtung in Gebäuden. Ja, das klingt nicht wichtig. Das Wasserrad ist wichtig. Der Brunnen ist wichtig. Das Wasservorrat ist wichtig. Feuer und Angeln. Ja, anfangs sind natürlich noch keine Gebäude freischalten. Bis auf das Archiv. Das braucht ihr auch, weil damit müsst ihr speichern. Ja, jetzt müssen wir erstmal warten, bis die beiden sich ihre Hütte gebaut haben. This is quite a beautiful planet. Try not to ruin it, will you? Wir können dir noch direkt helfen, indem man zum Beispiel einen Baum oder einen Stein direkt auf die Baumstelle ja, schmeißt. Bin ich jetzt nicht unbedingt ein Freund von, weil die erschrecken sich da gerne und rennen dann weg. Dann bauen die natürlich auch nichts. Ja, was am Anfang auch wichtig ist, ihr müsstet schauen, wie jetzt hier zum Beispiel habt ihr so, sind Früchte. Und anfangs ist das halt die einzige Nahrungsquelle, die eure Nuggets so haben. Also zumindest so lange, bis ihr entsprechend was gebaut habt, was halt Nahrung bereitstellt. So, jetzt werden wir mal fertig hier. I can see how that research could be useful, Creator. I'm picturing nuclear waffle irons or maybe some kind of automated back scratcher. Stop me if I'm wrong. So, jetzt sind die beiden fertig. Jetzt haben wir auch gleich die erste Aufgabe. Und zwar sollen wir dafür sorgen, dass die beiden sich verlieben und neue Nuggets produzieren. Und
Dafür haben wir diese Armor-Funktion, da können wir mit Armor-Pfeilen um uns schießen. Das müssen wir mal schauen, da sind sie beide. Eins, zwei, und schon geht's los. Ist natürlich wichtig, weil neue Nuggets bedeutet neue Arbeitskräfte. Die man natürlich auch satt machen muss. They're clearly trying to reorganize their furniture. I just read that latest message. It's a real hoot. So, jetzt haben die zwei Kinder bekommen. Und unsere nächste Aufgabe ist es, den beiden einen Namen zu begeben. A little baby nugget. Aren't they adorable when they're young? Don't get too attached, though. They're die arbeiten natürlich noch nicht, die spielen nur. Plus, they will soon be old enough to und brauchen Essen und Trinken. And make questionable life decisions. Let's see how much you like them. Stone. Dann nennen wir Stone jetzt Tina. Oder Tine. Nuggets are all unique to one another. Although there are some things that are shared. Stick benennen wir Tom um. These include the need for certain essentials like food and water, a stable roof over their heads, and an occasional nest. So, ist abgeschlossen. They want to learn, build, discover, create. It would all be quite inspirational if they also didn't happen to be the species that initially thought they should. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Wir haben nicht noch Punkte, um nochmal für Nachwuchs zu sorgen. Aber das ist kein Problem. Dann können wir mal anfangen, Gebäude zu bauen. An dem kleinen blinkenden Punkt hier unten seht ihr immer, wenn was Neues verfügbar ist. Wasserpumpe. Ganz wichtig. Denn die versorgt später eure Gebäude und eure Brunnen mit Wasser. Für den Brunnen ist wichtig, also theoretisch müsst ihr keine Brunnen bauen. Die Nuggets trinken aus den Gewässern. Allerdings werden die da schnell krank. Und wenn die alle krank sind, ist halt schlecht. Deswegen baut genügend Brunnen. Die Wohnhäuser bauen eure Nuggets selber. Einfach da, wo sie gerade lustig sind. Also auch gern bei euch in den Weg. Aber ihr könnt die abreißen. Kostet natürlich auch Ressourcen. Also eure Ressourcen. So, jetzt sind die beiden Nuggets, die Kinder waren, schon erwachsen und können mitarbeiten. Werden natürlich auch bald ein Haus bauen und wieder weitere Nahrungsquellen. Wichtig ist halt, für genug Nahrung zu sorgen. Impressive nonetheless. The summer sun is excellent for slow roasting a few nuggets. Die Forschungszeit lässt sich über nicht beschleunigen. Und ihr müsst tatsächlich die Zeit immer abwarten. Nuggethunger 5% reduziert und Wirtshaus. Nahrungszubereitungszeit reduziert. Nuggethunger nochmal reduziert. Okay. Die Zeit gibt im Übrigen an, wie viel Wasser maximal nachgeführt wird.
wäre es nicht schlecht, wenn das Angeln fertig werden würde. Gebäude gehen mit der Zeit auch kaputt. Das könnt ihr hier sehen. Aber da könnt ihr dann später Ingenieure bauen, die die instand halten. So, Wasservorrat. Hier ist es wichtig. Ihr braucht einerseits für den Winter Wasservorrat, der nicht einfriert. Wenn der Winter kommt, wird bis auf die Wüsten alles zu Eis. Und euer Wasservorrat friert ein. Eure Nuggets müssen dann natürlich wieder aus dem, ja, aus dem Meer trinken und werden krank. Also müssen wir diese langen Wege in Kauf nehmen. Baut es auch nicht zu sehr in die Wüste, denn in der Wüste verdunstet das Wasser. Am besten so direkt auf die Grenze. So, you've uprooted a tree. Now what? So, das haben wir doch mal geholfen. So, das Angeln ist auch fertig. Also bauen wir einen Angler. Schade, ich hätte gerne dahin gebaut. Fishing piers will be a great addition to the civilization, right up until winter shuts them all down. Looking a little weak, Creator. So, jetzt steht jetzt nur noch, dass das Wasser verdampft. Ist leider so. So friert es euch im Winter wenigstens nicht ein. That looks like a rather rough process. Let's hope nobody gets hurt. Genau, produziert mal schön neue Arbeitskräfte. Genau.
Hier wird übrigens gerade ein Tempel zu unseren Ehren gebaut. Wird ja auch Zeit. Die Symbole zeigen euch dann noch immer, woran es euren Nuggets mangelt. Aber noch ist alles in Ordnung. Noch gibt es genug Essen. Trinken ist auch da. You look a little confused. Don't worry, I expected as much. I know you have questions, but you'll learn everything in time. On your own. Without bothering me. Gibt keine Fragen. Nuggets don't overreact to the falling leaves this year. Oh, die beiden haben jetzt zum Beispiel Durst und gehen was trinken. Für die Fischhütte ist auch das erste Gebäude, wo ihr Arbeitskraft zuweisen müsst. There will be no whistling while they work. Na, wir bauen doch gleich eine zweite. Was können wir jetzt freischalten? Das Wirtshaus. Ja. Das kommt dann gleich hinterher. Fishing won't exactly help with the smell around here, but at least it'll offer your nuggets some extra sustenance. So, und das Wirtshaus. Ihr könnt eure Nuggets essen und trinken. Someone just drank from the lake again, Creator. They'll never learn. So, jetzt haben wir den Fall. Nugget hat aus dem Meer getrunken und ist krank geworden. Unsere Aufgabe ist jetzt, ihn zu heilen. That isn't looking too good. I don't think purple bumps are very common. With water sources freezing over, your nuggets will have to use water from reservoirs. You have been building reservoirs, right? So, schon ist das Problem gelöst. Have Nuggets invented omelets yet, Creator? No? Well, you can only do so much. So, verbessert den Brunnen. Der Rest ist noch gesperrt. Stärkerhöhung und Ingenieurshütte. Lagergebäude. Medizinmann. Is this something you enjoy watching? Schön, die hat nicht einen Fisch gefangen. Die Elu ist faul. So, wie viel Wasser haben wir denn? 6000 Liter. 6000 Mal trinken, keine Ahnung. So, und jetzt werden unsere Gebäude aus dem Wasservorrat bedient. I sincerely hope that your civilization eventually learns how to make a decent cup of coffee. Gott, sind die langsam. Na, wenigstens ist unser Tempel fertig. So, sie halten uns für einen guten, netten Gott. Sehr gut.
und alle sind gläubig. Über die Holzstapel. Die Wildtiere können doch später jagen und auch Nahrung daraus gewinnen. This message is quite odd. Beware of the trees. Well, that's obviously nonsense. Not to worry, I'll just put that over here in the garbage pile. Here's another message that makes more sense. Tja, da hat jemand sein Kind verloren. Und wir sollen es suchen. Na, schauen wir mal. Ist natürlich top Wetter. Um hier nachts, was heißt nachts, tagsüber allein durch den Wald zu streifen. Aber es ist meist nicht weit weg. Engineers not only construct buildings, they also repair them. If you have a look around, there are a few structures in dire need of their services. Hint, hint. So viel zum Thema, ist es nicht weit weg. Ach so, ha. Man muss es auch aktivieren. Ja genau, jede Arbeitskraft zählt. I can't say I'm a fan of nugget delicacies, but it should keep everyone relatively alive and happy. They do seem to brew some interesting beverages though. Apologies. Na, ich werde es doch finden. Okay, das klingt schon mal verdächtig. Nein! Can someone please get that nugget a fresh pair of underwear? Tja, da hat sich wohl eingemacht. Oh. Wo ist er hin? Ups. Ach, Götter machen Fehler. Man nennt es Blutzoll. Dein Spaß, keine Ahnung. Vor weg. Ja, wie schon gesagt, das Archiv ist notwendig, um speichern zu können. Also solltet ihr das halt auch bauen. Passt hier noch her? Nein. Die Schilder zeigen euch im Übrigen, also die Flaggen, was gerade das Problem ist.
Klar, das Wasser ist zugefroren, kann man nicht angeln. Das zeigt an, dass ihr den Brunnen verbessern könnt. Und das heißt, keine Rohstoffe vorhanden. Es können also keine Nahrungsmittel produziert werden. Und er hier hat schon ein bisschen mehr Hunger. Na, ob es uns bauen Schneemänner. Da könnt ihr ruhig einen Faulen nehmen, ist quasi ein Beamter. So, die Hütte steht kurz vorm Einsturz. Aber wir können noch keine Ingenieurshütte bauen. So, dann hoffen wir mal, dass wir bald wieder angeln. Die warten ja beide schon, dass sie endlich arbeiten können. Mammut rüber geklettert, ist schon klar. So, Ingenieure. Ein wichtiges Gebäude, wenn er nicht ständig alles neu bauen wird. Bauen wir auch erstmal schön in der Mitte. Aber es hat ja genug Reichweite. Geht er nicht angeln? Unser Beamter. Ihr müsst die Nuggets nur einmal zuweisen. Die Arbeitsplätze werden quasi vererbt. Also einmal Beamter, immer Beamter. This message has a peculiar smell. Did you write it? Müssen wir jemandem bei der Hütte helfen? Ja, das kriegen wir hin. Hütten bauen können wir. You might be too kind for this world, Creator. Oh well, I suppose it'll give you some time to practice your powers. While that nugget lays in a hammock sipping a mojito. Ja, der Job als Gott ist schwer. Anstrengende Arbeit. Glühwürmchen Laternenmasten erscheint bald. Naja, hat sich gelohnt. Jetzt angelt endlich. Sieht nicht mehr so sehr winterlich aus. Naja. Und neue Zauber schaltet er frei, indem mehr Nuggets an euch glauben. Hier sind es zum Beispiel 15. Dauert noch ein bisschen. So, Ingenieurshütte ist fertig. Gleich einen zuweisen.
Und Chuchu Tuto wird jetzt Gebäude reparieren. Völlig selbstständig. Ach, na, endlich ist Angeln nicht los. Ja, hungrige Nuggets sterben irgendwann. Friedhof, ja, naja. Höhere Tragekapazität. Friedhof. Kalender. Und der Flaschenzug. Da wurde unsere Fischerhütte repariert. Oh, neue Gebäude. Ah ja, das Lager. Ja, das Lager sollte man immer so bauen, dass es in der Nähe von Ressourcen steht, um die Transportwege zu verkürzen. Ah, ja, passt jetzt zwar nicht mehr so rein, wa? Na komm schon. Bam, Hütte weg. Lagerplätze müssen verdichtet sein. Das ist wie bei Kranaufbauplätzen. Da, Wal! Fokussierung auf Religion, sauberes Wasser, Sicherheitsrichtlinien. Plus 25 Wassernachverwarte. Nö. Religion ist schon wichtig. Also ihr könnt hier den jeweiligen Kandidaten unterstützen, um euch so Vorteile zu sichern. So, ich werde mal mit dem Video Schluss machen. Wer Lust auf den zweiten Teil hat, den werde ich oben rechts verlinken. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!